Bosch kann auf eine tolle Erfolgsstory zurückschauen. Denn Bosch hat es als multinationaler Konzern geschafft, klimaneutral zu werden. Und das bereits letztes Jahr. Die Klimaneutralstellung haben Sie bestimmt schon gelesen. Wir haben damit eine Vorbildfunktion und bereits ein großartiges Ziel erreicht. Ich kann Ihnen aber versichern, da hört die Reise noch nicht auf. Da kommt noch einiges mehr. Bosch befasst sich nämlich schon seit 13 Jahren mit dem Klimaschutz. Das ist eine lange Zeit. Und nun gibt es ein Startup namens Bosch Climate Solutions, das genau dieses Know-how und den internen Kompetenzaufbau genutzt hat, um Firmen auf ihrem Weg zu unterstützen, zu begleiten, ihren Beitrag zum Pariser Klimaabkommen zu leisten. Und das nicht nur mit reinen CO2-Zertifikaten, sondern ganzheitlich. Pamela Sturm ist Gründungsmitglied von Bosch Climate Solutions und von Anfang an dabei. Dabei hält sie die Fäden zusammen und ist Schnittstelle zwischen Vertrieb und Consulting. Dieser Gesamtüberblick basiert nicht nur auf einem großen Erfahrungsschatz im Unternehmen, sondern auch durch Pamelas Leidenschaft für den Klimaschutz. Und das privat und zusammen mit dem Startup Bosch Climate Solutions. Sie fungiert hier also als Multiplikatorin für die Klimaneutralstellung, vor allem im Bereich B2B. Herzlich willkommen, Pamela Sturm. Herzlichen Dank, Maria. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich möchte Ihnen gerne heute erzählen, warum Klimaschutz und wie Klimaschutz auch für Ihr Unternehmen relevant sein kann und was wir in der Bosch Climate Solutions für Sie tun können, um dieses Thema anzugehen. Bosch produziert seit Februar 2020 klimaneutral in Scope 1 und 2. Sprich, wir neutralisieren die Emissionen, die aus direkten Prozessen entstehen, Verbrennung in unseren Werken, aber auch die Emissionen, die bereits im Scope 2 durch Grünstromnutzung, Dampf oder Wärme ebenfalls entstanden sind. Wir haben uns für 2030 ein sehr ambitioniertes Ziel gesetzt, und zwar möchten wir im Scope 3, das sind alle weiteren indirekten Emissionen in unserer Wertschöpfung, eine Reduktion von 15% bis zum Jahr 2030 erreichen. Vielleicht, um Ihnen ein Gefühl zu geben, der Scope 3 ist in vielen Industrien signifikant größer als Scope 1 und 2, und auch hier sieht Bosch seine Vorreiterrolle, um eben in diesen Weg Richtung Klimaschutz und Klimaneutralität zu gehen und als Multiplikator im Markt zu wirken. 3,3 Millionen Tonnen CO2. Das ist, was Bosch in unserem Basisjahr 2018 an Emissionen kreiert hat. Um Ihnen ein Gefühl zu geben, das ist vergleichbar mit den Privathaushalten der Städte München, Hamburg, Köln und Stuttgart zusammen und ist natürlich global gesehen schon eine signifikante Größe. Aber auch hier haben wir uns fest vorgenommen, dass wir dieses Thema eben angehen, vor mehr als 10 Jahren, und haben für uns einen sogenannten Vier-Hebel-Prinzip genutzt, um dieses Ziel zu realisieren. Wir nutzen Werkzeuge, die wir in der Bosch-Gruppe schon lange kennen, beispielsweise das Thema Energieeffizienz, das, was Sie auch schon von unseren Vorrednern gehört haben, das beginnt bei der Analyse der Werke, was können wir tun, wie können wir unseren Verbrauch optimieren, reduzieren, modernisieren, aber auch, wie können wir sicherstellen, dass wir Energie womöglich, wie beispielsweise in Bleichach in dem Wasserkraftwerk, auch selbst erzeugen können und nutzen damit halt den Hebel, um regenerative Energie weiter auszubauen. Das ist auch schon unser zweiter Hebel, also regenerative Energie, Eigenerzeugung durch beispielsweise Power Purchasing Agreements, aber auch durch Eigenerzeugung in unseren Werken. Alles, was wir über die ersten beiden Hebel nicht reduzieren oder gar vermeiden können oder selber herstellen können in einem grünen Kontext, versuchen wir möglichst grün einzukaufen. Und da ist natürlich die Nutzung von Grünstrom für uns ein wesentliches Instrument. Abschließend, und das muss man auch ehrlicherweise sagen, kann man nicht alle Emissionen immer vollständig reduzieren. Und auch hier ist es uns als Bosch sehr wichtig, dass wir Emissionen, die nicht vermeidbar sind, durch angebrachte oder sehr hochwertige Projekte kompensieren. Und so hat der Bosch seinen Weg zur CO2-Neutralstellung in 2020 realisiert. Was bedeutet das für Sie? Was können Sie als Unternehmen profitieren aus dem Know-how der Bosch-Gruppe? Wir haben, und das haben Sie auch bereits gehört, ein wahnsinniges Know-how, wenn es darum geht, wie wir unsere Produktionsstandorte energetisch optimieren können.
Als nächsten Schritt können wir Sie bei der Definition Ihrer Klimastrategie, wie Sie diese vier Hebel für Ihr Unternehmen unterstützen können oder ausnutzen können, unterstützen unter den für Sie kommerziellen Rahmenbedingungen. Weil fairerweise müssen wir auch sagen, hier sind Investitionen nötig, um diese Potenziale zu realisieren und zu heben. Ein wesentlicher Beitrag tragen auch PV-Anlagen, die wir auf den Dächern unserer Werke installieren, um somit grünen Eigenstrom zu erzeugen, den wir idealerweise für unsere Prozesse selber verwenden oder auch eben Grünstrom, den wir dann einkaufen. Zuletzt unterstützen wir gerne dabei, wenn es darum geht, herauszufinden, welche Arten von Zertifikaten oder Projekten, die dort hinterstehen, sind für Sie relevant, auch in Ihrem Kontext. Das kann sein, lokal in Aufforstungsinitiativen zu investieren, aber auch darüber hinaus eben in den jeweiligen Ländern, in denen Sie unterwegs sind, angemessene, passende Projekte zu identifizieren. Ich hatte es eingehend schon erklärt, also wenn es um die Neutralstellung von Bosch geht, haben wir den Scope 1 und 2 klimaneutral gestellt über unsere vier Hebel. Hier handelt es sich tatsächlich dabei um Projekte, die wir weltweit in über 1000 Initiativen umgesetzt haben. Das, Sie können hören, das ist ein Thema, das können Sie nicht von heute auf morgen umsetzen. Man braucht Zeit für die Implementierung und eine klare Idee und Roadmap, wie man dorthin kommen möchte. Aber wie Sie auch hier sehen können, anhand unserer Bosch-Beispiele, gibt es sehr viel, was man machen kann. Also der Bosch hat bisher 380 Gigawattstunden über seine Projekte im Bereich Energieeffizienz eingespart. Und im Kontext steigender Energiepreise ist das dann natürlich auch eine große, wesentliche Kostenersparnis, die wir dann nutzen, um sie wieder in Effizienzprojekte investieren zu können. Genau. Auch der Ausbau von erneuerbaren Energien ist etwas, was wir als Bosch-Gruppe sehr vorantreiben. Angefangen bei 50 Fußballfeldern großen Photovoltaikanlagen rings um die Welt, um so eben auch möglichst grüne Energie neu zu erzeugen und nicht einfach nur den Markt abzupumpen, sondern halt zu schauen, dass wir Beitrag leisten zu der globalen Initiative, grüner zu werden und Klimaschutz voranzutreiben. Wir als Bosch sehen Klimaschutz als wesentlichen Beitrag für die Zukunft. Klima ist ein Thema, was immer mehr, auch Sie können das jeden Tag in der Presse verfolgen, nach vorne getrieben wird, aufgrund von Initiativen, die wir heute sehen, wie Firms Fridays for Future, aber auch durch Gesetzgeber. Der Green Deal ist dabei nur eines von vielen Beispielen, was wir heute in der Politik und in der Gesellschaft sehen. Und wir wissen, dass wir als Technologieunternehmen dort auch eine wesentliche Rolle spielen, dieses Wissen, was wir uns angeeignet haben, in den Markt zu geben, Unternehmen zu unterstützen, auch diesen Weg zu gehen oder Komponenten davon für sich zu nutzen, um ihren Beitrag eben zum Klimaschutz leisten zu können. Wir verstehen uns, wie eingehend schon gesagt, als Multiplikator für das globale Know-how, was wir in der Bosch-Gruppe aufbauen durften und realisieren durften und möchten so unterstützen, die Neutralstellung in Ihrem Unternehmen zu beschleunigen, um eben auch Erfolge, low-hanging fruits, früher zu realisieren und auch das ein oder andere Lehrgeld, was wir bei Bosch zahlen mussten, im Rahmen unserer über 10 Jahre für Sie einzusparen. Wir schaffen Transparenz eingehend, einfach zu wissen, wo steht unser Unternehmen heute, welche CO2-Klimabilanz haben wir, um von dort aus zu sagen, wenn wir wissen, wo wir stehen, haben wir die Möglichkeit, nach vorne zu schauen und unsere Ziele festzusetzen. Im Rahmen unserer CO2-Strategie helfen wir Ihnen, Ihr Ziel niederzuschreiben und eine Roadmap, einen Masterplan, einen Weg zu definieren, wie Sie dieses Ziel erreichen können. Das kann von einer Reduktion bis hin zur Neutralstellung sein und auch weit darüber hinaus. Mit unseren Energieeffizienzexperten aus der Bosch-Gruppe weltweit versuchen wir, Potenziale zu identifizieren, wie können Sie Energie in Ihrem Standort einsparen. Und diese dann in einer Implementierung zu begleiten. Das kann anfangen, das kann beginnen bei Neuinvestitionen, das kann das Einführen einer Energiemanagement-Plattform sein, die Ihnen auch schafft, eben weitere Einsparungen zu identifizieren im Bereich Wartung, Fensterproduktion zu verbessern, wie unsere Kollegen das in Bleichach beispielsweise schon realisiert haben, und damit den CO2-Fußabdruck für Ihren Standort, für Ihr Unternehmen zu reduzieren. Wichtig ist auch, und das sehen wir bei uns sehr stark, CO2 ist eine Transformation. Es hilft
wahnsinnig, dass dieses Thema oft mit Leidenschaft von unseren Mitarbeitern getrieben wird, um noch das letzte Quäntchen Optimierungspotenzial zu identifizieren und auch damit eben auch die Hebel, die ein Unternehmen hat, maximal auszunutzen. Aber es unterliegt natürlich auch Steuerungs- und Nachverfolgungsprozessen. Das heißt, man kann natürlich auch dieses grüne Thema nutzen, um es entsprechend nachverfolgbar zu machen und braucht dann entsprechende Controlling- oder Governance-Prozesse, um dies auch für euer Unternehmen zu realisieren. Wir verstehen CO2 als Enabler für einen Weg in die Zukunft, für grüne Produkte und sind auch sehr stolz darauf, dass wir das bei vielen unserer Kunden auch schon realisieren konnten. Wir haben Experten rings um die Welt, was ein wesentlicher Vorteil für uns ist, dass wir auch verstehen, wie lokale Gegebenheiten uns limitieren, aber auch das Know-how nutzen können, um den Weg schnell beschreiten zu können. Wir vertreten als Bosch nachhaltige Werte und sehen auch, dass es in unseren Mitarbeitern und in unserer Mentalität tief verankert ist. Wir sind ein Technologieunternehmen, was sich vorgenommen hat, grün zu sein und das auch realisiert hat in 2020. Und genau dieses Wissen und diese Leidenschaft möchten wir gerne Ihnen, liebe Zuhörerinnen, Zuschauer, weitergeben. Und wir haben aufgrund der vielen Implementierungsprojekte Experten weltweit, die an über 1000 Initiativen bereits das realisiert haben. So, vielleicht möchten Sie wissen, was sind denn Beispiele, was wir bereits gemacht haben. Wir freuen uns, dass wir mit den 4 genannten Unternehmen zusammenarbeiten durften. Hans Grohe, beginnend bei der Klimastrategie, ist jetzt mittlerweile an dem Punkt, dass wir in den Werken die Energieeffizienzen optimieren, um dort eben den Fußabdruck in den Standorten zu reduzieren und entsprechende Energieoptimierung auch vorzunehmen. Selbiges gilt für Schetter, wo wir auch es geschafft haben, im Rahmen unseres Projektes Schetter in 2021 neutral zu stellen, aber auch Initiativen wie bei Böhringer, wo wir geschaut haben, wie kann es Böhringer Ingelheim schaffen, nachhaltig grün zu werden, wenn es um den Stromeinkauf und den Einkauf von Gasen geht. Warum ist uns Klimaschutz so wichtig? Wir sind der festen Überzeugung, dass Klimaschutz heute zwar Investitionen benötigen, damit sie diese ganzen Potenziale heben und realisieren können, aber es wird teuer, nichts zu tun. Wir sehen die ganzen Bewegungen im Markt und auch in der Gesetzgebung und wir möchten nutzen Sie, dass Sie heute handeln, um sich morgen den Weg Richtung Neutralität schon zu ebnen. Und das möchten wir gerne mit Ihnen zusammentun. Nachhaltig, profitabel wachsen kann man auch in einem grünen Kontext. Das ist ein sehr kompliziertes Thema und das ist uns auch allen klar. Scope 1, 2, 3, GHG, es fliegen im Kosmos sehr viele Wörter umher, die uns jeden Tag begleiten. Und natürlich da möchten wir auch als kompetenten Partner für Sie unterwegs sein, um Sie auf diesem noch sehr undurchdrungenen Markt den Weg Richtung Klimaschutz und Ihrer persönlichen Neutralstellung zu ebnen. Und freuen uns, wenn Sie auf uns zukommen, um genau Ihre Fragestellungen zum Thema Nachhaltigkeit in Ihrem Unternehmen beantworten zu können. Wir glauben fest daran, stronger together, weil wir gelernt haben, dass dieses Wissen, was wir haben, es schafft und ermöglicht, dass Ihr Unternehmen schneller CO2-neutral werden kann. Und deswegen sehen wir sehr viel im Kontext einer Partnerschaft, um eben als Unternehmen uns gegenseitig zu unterstützen, diesen Klimaschutz voranzutreiben und damit auch einen Beitrag zum Pariser Klimaabkommen über die eigenen Unternehmensgrenzen hinweg leisten zu können. Ganz herzlichen Dank, Pamela Sturm, dass du uns einen Einblick gegeben hast, wie ihr das bei Bosch Climate Solutions angeht. Und Sie merken selbst, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie sind da nicht alleine, Sie werden hier bestens betreut. Sie müssen sich nicht hinsetzen und überlegen, wie fange ich denn eigentlich an mit der Klimaneutralität. Sie werden hier bestens beraten und betreut.